Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Hey, würdest du uns bitte informieren? Weißt du, was das Ding war? Es ist... Nun, im Grunde ist es eine Brücke durch die Zeit. Ich habe dazu Konzeptforschung betrieben, aber bis jetzt war niemand so dumm, es tatsächlich zu versuchen. Okay, und das ist die Quelle dieser Tachyonstörung? Was immer sie durch die Zeit schickt, ja. Und wenn wir das nicht beenden, werden die Stürme die Realität irgendwann zerreißen. Wir reden davon, dass die Zeit in sich selbst kollabiert. Sie werden nach unserem Einbruch alles abriegeln. Aber ich habe eine Idee. Wir bauen eine zweite Zeitbrücke. Hast du nicht gehört, dass sie die Realität zerreißt? Zeitmanipulation ist keine gute Idee. Genau. Also werden wir es hinbiegen. Wir holen Clint aus der falschen Zeitlinie und schneiden Monika von ihrem Zukunfts-Ich ab. Das stoppt die Stürme, oder? Dann manipulieren wir immer noch die Zeit. Das könnte klappen. Ich brauche ein paar Sachen. Aber weißt du was? Vielleicht. Also, wie stehen die Chancen, dass du diese Zeitbrücke tatsächlich bauen kannst? Bis jetzt dachte ich, es wäre unmöglich. Aber Monika scheint das Problem irgendwie gelöst zu haben. Naja, das werden wir gleich rausfinden. Wir sollten unauffällig vorgehen. AIM soll uns nicht unterbrechen, während wir ihre Dateien durchforsten. Ab in die Kälte. Schon wieder. Wenn wir einbrechen wollen, ohne Alarm auszulösen, müssen wir uns eine Legitimation beschaffen. Suchst du uns ein Ziel? Fange AIM-Funkverkehr ab. Delta-Patrouille in einer Schneewehe verloren gegangen. Wir warten, dass sie sich sammeln, dann kommen wir zurück. Beeilung! Dr. Rappaccini will verstärkte Security im Datenzentrum. Habe unsere leichten Ziele gefunden. Perfekt. Wollen wir? Schwätzigen AIM-Agents, bevor sie in die Basis zurückkehren. Nur mal geraten. AIM-Patrouille, direkt voraus. Schalte sie aus, bevor sie die anderen warnen können. Und durchsuche ihre Tasche. Alles gesichert. Geht's dir gut, Kate? Du wirkst ein bisschen neben der Spur. Ja, tut mir leid. Ich denke darüber nach, was wir gesehen haben. Clint arbeitet mit ihm zusammen. Ich vertraue ihm. Es ist nur... Ich wünschte, ich wüsste, was er vorhat. Nichts davon ergibt einen Sinn. Wir kriegen Besuch! Abdeckung!
Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Sekunde deine Identität klauen. Wie geht's deinem Orientierungssinn, Jarvis? Vor Ihnen liegt ein Wald. Gehen Sie hindurch, dann erreichen Sie das AIM-Datenzentrum. Ich frag mich, wie viel die hier oben verstecken. AIM will das Wohlwollen der Öffentlichkeit behalten. Alles, was nur im Ansatz kontrovers sein könnte, wird beiseite geschafft. Zeitreisen gehören sicherlich dazu. Die Pläne müssen da drin sein. Hat dieses Ding einen Namen oder einfach nur Zeitbrücke? Das ist kein Name, sondern nur, was es ist. Eine Brücke durch die Zeit. Schon klar, aber du hättest ihr einen Namen geben können, so wie... Temporal... So! Schnell zu dem Terminal. Wir wollen nicht, dass AIM die Legitimation blockiert. Ja, es wäre wirklich schade, wenn diese Agents umsonst Schnee gefressen hätten. Wirklich? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, du siehst Gespenster.
Es sieht aus, als wären wir hier fertig. Ja. Wir sind drin. Suchen wir jetzt ein paar Zeitbrückenpläne. Wofür wird Monika deiner Meinung nach diese Zeitbrücke benutzen? Ich weiß nicht. Sie hat was von Jahren des wissenschaftlichen Fortschritts gesagt. Sie beschleunigt etwas, transportiert es durch die Zeit, vor und zurück. Wegen dieses Etwas kann ich nachts nicht schlafen. Und was hat Clint damit zu tun? Sie behält solche Geheimnisse für sich. Okay, wir schnappen uns, was wir können und löschen dann ihre Server. Monika darf nicht noch eine bauen. Stimmt. Gebt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Okay, wir sind drin. Findet die Steuerzentrale. Jarvis müsste auf das AIM-Netzwerk zugreifen und die Pläne suchen können. Seltsam. Sie sind hinter einer Firewall, aber es gibt mehrere Unterlagen über ein Element X. Ich kenne diesen Namen. Das war ein Geheimprojekt in einem von Monikas Labors, die wir stillgelegt haben. Wir wissen bis heute nicht, was es eigentlich ist. Oh, toll. Das klingt lustig. Ich sehe sie! Das wird richtig übel. Steuerzentrale gefunden. Was brauchst du, Jarvis? Der Zugriffspunkt müsste in der Mitte des Raumes sein. Ein Annäherungshack sollte mich ins System bringen, aber sie müssen in seiner Reichweite bleiben. Position halten, nicht zurückhalten. Wird erledigt, Mr. Jarvis. Jetzt gibt es kein Verstand. Moment, redest du mit mir oder mit denen? Dieses Datenzentrum ist schwer gesichert. Ich fürchte, ich brauche mehr Zeit als erwartet. Keine Warnpumpe. Wir halten sie auf Abstand. Steuerzentrale gefunden. Was brauchst du, Jarvis? Der Zugriffspunkt müsste in der Mitte des Raumes sein. Ein Annäherungshack sollte mich ins System bringen, aber sie müssen in seiner Reichweite bleiben. Position halten, nicht zurückreichen. Wird erledigt, Mr. Jarvis. Jetzt gibt es kein Versteck mehr. Moment, redest du mit mir oder mit mir? Als erwartet. Keine Sorge, Kumpel. Wir halten dir auf Abstand. Cool.
Gefangene sind hier. Ich werde eine Weile brauchen, um sie zu extrahieren. Ja, hol dir die Zeitbrücken, Jarvis. Abgeschlossen. Lade Servervirus hoch. Lösche Daten. Empfange jetzt die Pläne. Okay, wir haben, was wir wollten. Nichts wie weg hier. Bin direkt hinter dir.